Dr. Annas Imaginarium wird betrieben von, darf man den richtigen Namen sagen? Ja, Anna, ja, absolut. Anna Zachrisson ist geborene Schwedin, hat unter anderem in Cambridge Biologie studiert, war an der Charité in Berlin und ist im Moment bei einer Online-Plattform für Life Science. Ich war gerade aufgehört und baue meine eigene Firma auf jetzt so. Aber ich war mal früher hier in Max Planck in Köln auch, so das ist das erste Mal, dass ich hier zurückbekomme. Ich habe tatsächlich meinen Ex-Mann getroffen auf dem Platz hier vorne. Also das war eine... Hoffentlich nicht unangenehm. Nein, wir sind okay. Noch Freunde. Ja, und sie beschäftigt sich halt mit Wissenschaftskommunikation. Sie haben ja eben gesehen, die ganzen YouTube-Filme gehen um MMS, kollodiales Silber, Impfgegner und vieles mehr. Und sie versucht eben auch mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und darüber wird sie uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen. Hey, danke. So, dann hier möchte ich. Der Drucker. Der Drucker brauche ich, sonst kann ich mal fragen. Gebe ich ungern her, aber bitte. Oh. Ja. So, hallo. Ich heiße Anna Zachrisson und das ist meine Plattform, ist Dr. Annas Imaginarium. Ich habe ungefähr 30.000 Folger auf Facebook und baue jetzt auch auf Twitter und ein paar anderen Seiten. Ich wurde erst vorgestern aus Krankenhaus entlassen, nach einem ungeplanten, etwas größeren OP. So, falls ich ein paar Rechtschreibfehler an meine Folien habe oder ich mich hinsetzen muss, dann ist es deswegen. Es tut mir leid, aber es ist einfach so leider gewesen jetzt. Und dies ist das erste Mal, dass ich überhaupt einen Vortrag jemals auf Deutsch mache, habe ich mich ein paar Sorgen gemacht, dass sie mich nicht ordentlich verstehen können. Und da ich keine Zeit hatte, einen Deutschkurs jetzt so schnell zu belegen, habe ich das Zweitbeste genommen, Homöopathie. basiert auf diesen fantastischen Prinzipien von Homöopathie, insbesondere dieser Ähnlichkeitsprinzip, glaube ich, sagen Sie auf Deutsch, ne, glaube ich. So musste ich eine Substanz finden, die die gleichen Symptome hervorbringt, von dem ich leide. Schlechtes Deutsch und von Müdigkeit etwas verlangsamtes Denken, so Dummheit. So, Damen und Herren, 30C Bildzeitung. So, nehme ich einfach nur schnell. So, warte ich ein bisschen auf die, dass die Placebos wirken und dann können wir losgehen. Ich bin nicht hier, um über Homöopathie zu sprechen. Es gibt andere, die das viel besser machen als ich. Und danke für den Vortrag, das war sehr interessant, Nathalie Grams auch. Und ich bin hier, um zu sprechen über Impfgegner auf Social Media. Und warum finde ich das wichtig? Das ist deswegen. Die Impfraten sind in vielen Teilen der Welt deutlich gesunken. Und hier sehen Sie, was in Rumänien gerade passiert. Zwischen dem 1. Jahr 2016 und dem 30. Juni 2017 meldete Rumänien 7.491 Massenfälle an, darunter 31 Todesfälle. Und ich denke, wir können uns alle einig sein, dass dies sehr gravierend ist. Meine Frage ist, warum passiert das jetzt? Und warum verbreitet sich es so schnell? Und ich glaube, dass Social Media sehr viel zu verantworten hat. Und heute werde ich ein paar von meinen eigenen Erfahrungen vorstellen. Ich bitte Ihnen, dass Sie das als Case Study sehen und nicht als harte Daten. Und Daten aus ein paar interessanten Studien auch. Und ich werde Ihnen ein Rezept geben mit Ingredienzen für diese Katastrophe. Und ich bitte um Verzeihung wegen meiner Zetten hier auch, aber das ist wegen meinem Deutsch. Ich brauche den wirklich ein bisschen. Okay, unsere erste Zutat zu diesem Gericht ist Angst. So, die meisten sprechen von Angst von Nebenwirkungen und Sicherheitsbedenken. Die sind die häufigsten Argumente für die meisten Impfgegner, wenn man an den Daten guckt. Man spricht von Giften, Schwermetalle, Formaldehyd, abgetriebene fetale Zellen und so weiter. Andere große Sicherheitsdenken sind Autismus, kennen Sie wahrscheinlich dieses Argument, erodierte Immunität und viele Autoimmunkrankheiten, von denen Sie glauben, dass sie von den Impfen dann verursacht worden sind. Man möchte hier seufzen und einfach sagen, hör mal auf. Ne? Aber das hier ist die subjektive Realität von diesen Menschen. Also müssen wir das ernst nehmen und uns fragen, was ist schiefgelaufen? Warum haben die mehr Angst vor den Impfstoffen als diese tödlichen Krankheiten? Ich glaube, dass die Antwort hier ist sehr komplex. Und ich werde nur kurze Zeit heute darüber zu sprechen haben, da können wir zurückkommen an einen anderen Tag. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht eine Diskussion haben können, wie wir kommunizieren
und dass wir uns auch fragen, ob tatsächlich genug Daten von Social Media gesammelt haben, um effektive Impfkampagnen zu starten. Wissen wir genug überhaupt? So, unsere zweite Zutat, der schöne Verschwörung. Der bedrohliche, allmächtige Big Pharma, der Pharmaindustrie, will zu einer modernen Macht des Bösen. Big Pharma macht Geld von unseren Krankheiten und will nicht, dass wir gesund werden. Wir sind Sklaven dieser undefinierbaren Organisation und jeder, der die Sprache von ihr spricht oder die Rhetorik hat oder einen weißen Laborkittel trägt, ist Schurke und Agent diesem bösen Horse. Ich bin auch Agent. Vielmals als Agent erwähnt worden. Und das Ergebnis dieser Überzeugung ist, dass alle Gegenargumente als Teil der Verschwörung zurückgewiesen werden können. Besonders jene Argumente, die die Leute nicht hören oder vielleicht nicht verstehen wollen. Aber wir müssen vorsichtig sein, alles zurückzuweisen. Eine gute Verschwörung hat immer eine Kirchenwahrheit. Die Öffentlichkeit hat eine Reihe von Skandalen erleben müssen. Zum Beispiel die Tabakindustrie, ich weiß es nicht, Big Pharma, aber die Tabakindustrie wird oft als Beispiel genommen von Impfgegnern, dass die Wissenschaft von der Industrie gekauft und kontrolliert werden. Und da in diesem Fall haben sie ja einigermaßen recht. Wir haben auch den Thalidomide-Skandal. Thalidomide wurde so schwangeren Frauen gegeben, sodass sie nicht diesen Übelkeiten morgens haben. Aber die Kinder wurden dann mit schweren Geburtsfehlern geboren. Und eine weitere Debatte ist den um die Nichtveröffentlichung von Studien von der Pharmaindustrie, von negativen Resultaten. Und dies ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Debatte. Aber es wird nicht immer verstanden, sondern es wird oft zitiert, dass es ein Beweis für, dass Wissenschaft generell korrupt ist. Und dazu müssen die Leute Personen wie Martin Schrekeli erleben müssen und Kommentare von zum Beispiel von dem von Goldman Sachs, der gerade jetzt in den Nachrichten war, ist die Heilung von Patienten ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Man kann sich ja vorstellen, wie viele Runden diese Kommentare sich um die Social Media gemacht haben. Und wir lesen über mögliche Nebenwirkungen auf die Impfstoffeinsätze und hören dann Wissenschaftler sagen, dass die verrückt sind. Es gibt sogar fast keine Nebenwirkungen überhaupt. Und dies klingt für den sehr komisch, denn die meisten haben nicht so eine gute Einsicht im Fach Statistik. Sie können vielleicht diese Debatte auch nicht so richtig verstehen oder die Informationen nicht so richtig zu sich nehmen. Und ich habe keine klaren Antworten, wie wir das hier lösen. Aber ich denke, das würde uns alle gut tun, wenn wir gut darüber nachdenken. Unser dritte Zutat, Zugehörigkeit. In einer Welt, die größer und wirrer wird, erschaffen wir unsere eigenen kleinen Dörfer, Echokammern, in denen wir uns sicher und bestätigt fühlen. Wir alle wollen dazugehören. Social Media ist ein perfekter Ort, um das zu schaffen. Wissenschaftler sind auch hier sehr schuldig. Zum Beispiel, die meisten Wissenschaftler verstehen oder versäumen das tatsächliche biologische Grundwissen der Bevölkerung zu verstehen. Ich möchte nur ein Beispiel nehmen. 80% der Amerikaner unterstützen Beschriftung von DNA in Lebensmitteln. Das ist das Grundwissen. Die wissen nicht, was DNA ist und die wollen wirklich ein Label haben auf Gurken, dass es DNA enthält. So, die Frage ist dann, wie können wir dann diese Leute den Unterschied zwischen Methyl- und Ethylquecksilber in Impfstoffe erklären? Wie? Ne? Und besonders auf Facebook, wie der Aufmerksamkeitsspanne in Sekunden gezählt wird. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen deutlich andere Strategien für Social Media als die rein informative, falls wir mit diesen akuten Problemen überhaupt umgehen sollen. So. Jetzt kommt es zu dem spaßigen Teil hier. Ich möchte Ihnen ein paar reizende Impfgegnergruppen auf Social Media vorstellen. So. Die meisten dieser Gruppen sind geschlossen oder geheim. Und ich kann die oft nicht als weniger als Hassgruppen beschreiben. Diese Gruppen bilden den obersten Trichter für die Leute, in diesen kultnischen Art Gruppierungen so reinfallen.
Die werden hier in diesen Strukturen hineingesaugt. Und der psychologische Krieg, der sich hier abspielt, ist manchmal beängstigend, kann ich Ihnen wirklich versprechen. Und manchmal sieht man Leute, die sich fast darum streiten, wer die schlimmste Impfverletzung hat. Und je größer die Verletzung, desto höher haben die einen Status in die Gruppe. So, wirklich. Also mein Kind hat so eine Verletzung, dass sie überhaupt nicht mal zu der Schule gehen kann. Und dann, also, aber mein Kind hat, weißt du, und dann geht es einfach nur so weiter. Und von diesen Gruppen werden dann Leute gebracht, so kleinere Gruppen, die vielleicht 200 bis 500 Mitglieder haben. Und, aber die wurden nur eingeladen da, wenn diese Person eine zeigen kann, dass sie länger ein sehr guten Mitglied in ihrer Gesellschaft, in diesen großen Gruppen gewesen sein. Und die werden monatelang gewettet, also man wird kontrolliert, um zu gucken, dass man tatsächlich nicht einen Sock-Account hat und so weiter, weil die haben Angst, dass sie infiltriert werden, was ja gerade hier passiert ist. Aber naja, ich konnte tatsächlich die Screenshots von diesen anderen Gruppen hier nicht zeigen, weil die Leute, die ich auf den Inside haben, die haben solche Angst, für, dass es rauskommt. Das war dann, haben die keine Einsicht zu diesen Gruppen mehr. Die sind geschlossen, geheim, man hat überhaupt keinen Zugang sonst. So, ansonsten hätte ich die gerne gezeigt. Was hier in diesen kleineren Gruppen passiert, ist oft illegal. In diese Gruppen bespricht man MMS-Behandlungen für Kinder. Sie haben vielleicht gehört, dass man MMS, diese Bleichmittel in den Enddarm von Kindern reinführt, um den für den Autismus zu kurieren, die dann von den Impfschaden gekriegt haben. Es habe ich selbst gesehen, wie diese Dinge diskutiert werden. Es wird auch diskutiert, zu welchem Arzt man gehen kann, wenn man eine gefälschte medizinische Ausnahme, wie zum Beispiel für Australien, bekommen kann. Und ich habe auch viele Male Anzeichen von Kindesmisshandlung gesehen. Und diese Gruppen können auch für Impfbefürworter sehr gefährlich werden, weil sehr gewalttätige Bedrohungen nicht ungewöhnlich sind, muss ich mal sagen. Bei mir sind meistens Homöopathen, die mich bedrohen. Die Impfgegner, die haben noch nicht so richtig zugehauen. Homöopathische Bedrohungen sind ja nicht so schlimm. So. Was interessant ist, habe ich auch früher erwähnt, dass zu diesen Gruppierungen gibt es keine wissenschaftlichen Daten vor. Wir wissen nichts. Hauptsächlich, weil dies außerhalb unserer eigenen Echokammern liegen, die kommen nicht in Kontakt mit dem und die sind versteckt und geheim. Aber auch, weil wir können es hier nicht crawlen. Die Daten sind geschützt und wir können es nicht einfach nur mit einem Bot erreichen, also wie zum Beispiel Twitter-Tweets oder zum Beispiel öffentliche Facebook-Posts. So alle Daten, die Sie publiziert sehen, die sind von diesen öffentlichen Kommentaren und sowas. Und da werden ja diese böshaftigen Sachen nicht besprochen. So das muss man einfach nur bewusst sein, wenn man diesen Daten nachschaut. So, gut. Religion wird oft erwähnt von befragten Impfgegnern, vielleicht nicht so in Deutschland, aber auf jeden Fall in den USA. Da gibt es verschiedene Regeln in verschiedenen Staaten. Interessanterweise gibt es nur zwei Staaten, die nicht religiösen oder philosophischen Gründen akzeptieren, sondern nur medizinische Gründe für Leute, dass die nicht geimpft werden. Genau. Und das ist interessanterweise, mal gucken, West Virginia und Mississippi. Das war für mich sehr überraschend, aber so ist es. Vielleicht haben die so Epidemien gehabt und deswegen sind die ein bisschen schlauer geworden. Weil es ist ja oft so, ein paar Leute müssen erstmal sterben, bevor die sich ihre Meinung ändern. Fünftes Zutat ist Autorität. So, um die Verwirrung von besorgten Eltern richtig, richtig zu verstärken, so gibt es auch Ärzte und Krankenschwestern, die sich gegen Impfungen einsetzen. Und wer soll man dann Himmels Willen glauben, wenn man ein Normalbürger ist? So, auf Facebook gibt es Gruppen von Krankenschwestern, in denen Anti-Impfstoff-Propaganda verbreitet wird. Und in vielen Fällen glaube ich, dass sie einfach nur ein starkes Gefühl haben, dass sie gesehen werden wollen und dass sie so tief in ihre eigenen Bedürfnisse verstrickt sind, sodass sie tatsächlich glauben, was sie predigen. In den meisten Fällen gehe ich davon aus, in diesen kleinen Gruppen gibt es auch Ausnahmen. Und basierend auf viele Kommentare
Ich bin keine Psychiater, so überhaupt, hör mich nicht zu. Ja. Aber viele dieser Diskussionen, die haben ein Niveau von Absurdität, die Kafka blass machen würde. Es ist wirklich krass. Aber es gibt noch andere. Es gibt hochrangige Wissenschaftler, die wissen müssen, dass was sie sagen Unsinn ist. Sie haben andere Motive. Da gehe ich nicht von einfach Dummheit aus. Right, okay, meine Favoritleute auf der ganzen Welt. Okay, ich werde jetzt nicht so richtig viel über diese Leute sprechen, aber hier ist mein absoluter Favorit. Okay, die haben recht. Willen ist genau, was Andrew Wakefield ist. So, dann haben wir das hier. Trump. So many people who have children with autism have thanked me. Amazing response. They know far better than fudged up reports. Okay. Ich möchte nur ein Bild malen, um zu zeigen, wie verwirrend es sein kann für die meisten Menschen, die kein statistisches, medizinisches, wissenschaftliches Wissen haben und auch nicht kritisches Denken gelernt haben in der Schule. Wie sollen die hier irgendwie ihr Weg finden? Es ist schwierig. So, aber um diese Suppe ordentlich aufheizen, so Erhitzen zu kriegen, brauchen wir einen Katalysator und das ist Geld, wie immer. So, viele von diesen Seiten, die haben Millionen von Folgern, zum Beispiel David Avocado Wolf, ein anderer Favorit von mir. Ich würde ihm sagen, der ist mein Nemesis. So, er ist ein unglaublich cleverer Marketeer, was ich wirklich, wirklich nicht mag zu sagen, aber der ist wirklich gut in Marketing. Er verkauft sogar erfolgreich Verjüngentropfen auf seiner Seite. Das ist ein Schnäppchen, $35,99 pro Flasche. Was der Inhalt ist, ist ungewiss, aber es macht jünger. So, wir brauchen selbstverständlich weiter gute Informationskampagnen. Die dürfen niemals fehlen. Die sind eine Stapel, wie sagt man? Die sind wirklich eine Basis, die wir haben müssen. Aber schauen Sie bitte David Avocado Wolfs Strategien an und verwenden es für gute Zwecke. So, ohne schlaue Kommunikations- und Marketing-Tricks werden wir bald eine Epidemie auf dem Hals haben. Das einzige Wichtige ist wie immer, dass wir nicht lügen. Der Inhalt muss nur anders eingepackt werden. Müssen ein bisschen emotionaler werden. Jetzt habe ich einen kleinen Film für Ihnen. Das ist von einer Facebook-Seite, die Real Truther heißt. Ich kriege immer diesen Satz. Okay, du magst nicht Impfungen, so ja, du bist gekauft von Big Pharma, you're a shill. So, ich warte immer noch für meine Checks von Big Bad Pharma. Aber das ist immer dieses Argument. Und dann sagen die, Sie auch? Ja? Die sind schlecht im Bezahlen, ne? Ja? Spät. Steueramt schreit mich erst mit einer Umsatzsteuer. Das ist irgendwie, ja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, der Film. Real Truther ist eine der prominenteren Anti-Impf-Gruppen. Die haben auch eine Page, eine Facebook-Page, es gibt Facebook-Gruppen. Und die Gruppen ist die Stelle, wo Leute diskutieren und sowas. Die sind riesengroß, die haben auch einen Blog, die ultra optimiert ist für SEO. Die sind so schlau im Marketing, man fällt fast um. Und das ist, wird geleitet von Larry Crooks, oh, I meant Cook. Und das ist die kleine Film, das, mal gucken hier, ob es funktioniert. Stop Mandatory Vaccinations. Das ist nur einfach nur so sagen, dass das ist deren Seite. Vor allem besser als Pharma, kann ich sagen. Pro Membership. Come on. Erste Seite auf ihr Webseite, die haben wir nur runterscrollt. Okay, so. Ja, so, folge dem Geld, sagen die immer. Ja, das hat Real Truther gemacht. Das ist wirklich
So ist es. Und so sieht es aus bei jeder von diesen größeren Seiten. Es ist großes Geld in diesem Business. Okay? Und da muss man wirklich vor den Augen haben. Das gibt dann wirklich finanzielle große Incentive für diesen. Okay, so, was können wir dann tun? Ich habe eigentlich keine Ahnung, aber ich habe ein paar Vorschläge. Das erste ist, dass wir müssen ein bisschen besser werden, in der Wissenschaft der Wissenschaftskommunikation zu verstehen. Zum Beispiel emotionale Kommunikation. Verwenden Sie Bilder. Das ist ein einfacher Trick. Also ich sehe oft so viele Posts, von fantastisch geschriebene Posts und sowas, und dann gibt es kein Featured Image bei diesem Blog. Und dann, wenn man das auf Social Media postet, dann ist nur so ein Textbox, wird nicht verbreitet. Es stirbt. Okay? Bilder. Das ist einfach nur Regel Nummer eins. Faktenoverload will fehlschlagen, besonders auf Facebook. Man hat sogar einen Namen verdient, der Backfire-Effekt. Nachdem sind die Impfgegner noch beschlossener in ihrer Überzeugung als zuvor, die mit Fakten überrollt wurde. Das muss man auch darüber nachdenken. Sei freundlich, unsere Seite soll die gute Seite sein. Ob Fluchwort, ignoriere das. Versuchen Sie auch, diesen Fansitters zu erreichen. Fansitter nennt man die, die sich noch nicht entschieden haben. Zum Beispiel über SEO, also Search Engine Optimization. Bitte, 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 falls Sie einen wissenschaftlichen Blog betreiben, mach ordentlich SEO. Bitte. Die meisten Suchtermen, die von beängstigten Müttern benutzt werden in Fragen von Impfungen, sind absolut von den Impfgegnerseiten optimiert worden, aber nicht von uns. Oft ist es so, dass ich viele Suchtermen probiert habe. Okay, ich habe einen ziemlich lächerlichen Suchterm, aber das ist eine Suchterm, die benutzt werden von Leuten, die suchen Informationen über Impfstoffe. Zum Beispiel, wie giftig ist die Polioimpfung? Kein einziger wissenschaftlicher Artikel. Die kriegen nur Müll. Das ist, was sie kriegen auf Google. Und dann suchen die. Und das ist genau in dem Moment, wo die sitzen und sagen, oh, soll ich mein Kind jetzt impfen oder nicht? Ne? Ich google mal ein bisschen. Das ist, was die sehen. Nein, es ist so giftig, du wirst sterben, dein Kind wird Autismus kriegen und so weiter und so weiter. Wenn wir alle unsere Seiten wirklich ordentlich optimieren, sodass das nicht mehr passiert, dann haben wir einen großen Unterschied. Und dann haben wir genau die Leute erreicht, die genau in dem Moment den Informationen selber suchen. Die werden nicht gefüttert mit den Informationen auf Facebook, YouTube oder sowas, sondern die suchen aktiv nach Informationen. Bitte. Weil es gibt so viele gute Blogs. Schau ein paar YouTube-Clips, SEO, Basic SEO. Es gibt, falls Sie mit WordPress arbeiten, benutzt diesen Plugin Yoast. Prima, super, alles ist einfach, man weiß genau, was man machen soll. Denken Sie auch dann, dass Facebook kein privater Chat ist. Es ist eine öffentliche Demütigung. Und Sie können eine erniedrigte Person nie bekehren. Sie können, okay, vielleicht die Fansitters da zeigen, dass es nicht stimmt, was diese Person sagt, aber so schnell Sie in eine Beleidigung rübergehen, schalten alle ab. Und dann machen sie das vielleicht für sich selber. Das fühlt sich auch manchmal gut an, weil man ist manchmal sehr wütend, hat aber keinen Effekt. Fühlt sich gut an, hat aber keinen Effekt. Wie Homöopathie. So. Versuchen Sie so schnell wie möglich was Gemeinsames zu finden, ein In-Group zu kreieren. Zum Beispiel Kinder, Interessen etc. Sei nicht einer den anderen, in den anderen Gruppe, die auf die anderen Seite. Mach ein Group mit dem, die nicht mit Impfen zu tun haben. Für mich ist es einfach, ich habe zwei Kinder, kann einfach sagen, ja, ich habe auch Kinder, ja, die sind ätzend und so weiter. Oder, und dann kann man vielleicht irgendwas sprechen, Hunde, Katzen, ich weiß nicht, was. Funktioniert ziemlich gut. Erinnern Sie auch an die Motive von den anderen Personen. Um eine überzeugte Mutter oder Vater, der Impfgegner ist, zu bekehren, müssen Sie es schaffen, und das hier ist unfassbar schwierig und höchst unwahrscheinlich auf Social Media, Sie müssen es schaffen, dass die zugeben, dass sie ihr Kind in Gefahr gebracht haben über Jahre dadurch, dass sie nicht geimpft haben. Das für einen Elternteil zu wirklich wahrnehmen für sich selbst, ist unfassbar schwierig. So, deswegen kann es auch sein, dass sie wie Esel stehen und sagen, es stimmt nicht, das ist falsch, das ist falsch, das ist nur, und alle Ausreden und Chill und gekauft von Big Pharma und sowas. Weil diese Erkenntnis ist so schwierig. Also es ist wirklich schwierig. Und Humor kann eine gute Waffe sein.
Okay, jetzt kommen wir zu das hier. Wir müssen auch in unseren eigenen Reihen ein bisschen aufräumen. Bekämpfe Raubjournale und schlechte Strukturen in der Wissenschaft. Ben Goldacre hat ein phänomenales Buch Bad Pharma geschrieben. Also er hat ja Bad Science und Bad Pharma, würde ich einfach alle empfehlen zu lesen. Es gibt viel in Wissenschaft noch zu tun, sodass wir besser werden können. Wir haben was Fantastisches erschaffen und lass uns das nicht aus dem Hand jetzt fallen, weil das ist wirklich der, uns Zukunft hängt drauf. Engagieren Sie sich in der Wissenschaftskommunikation, wie die meisten hier schon machen. Viele Menschen haben nie wissentlich einen Wissenschaftler jemals getroffen. Ja, ist so. Also mein Ex-Mann ist in der Filmindustrie und ich habe auch Leute, die einfach nur sagen, oh, ich habe niemals einen Wissenschaftler getroffen. Und so, ja, hallo. So. Dazu kommt, das hier ist wirklich schrecklich. 13% der wissenschaftlichen Journalen mit Open Access sind predatory, das heißt Zeitschriften, die Mistwissenschaft gegen ein Gebühr veröffentlichen. Das bedeutet, dass 13% der Wissenschaft, zu denen die Öffentlichkeit Zugang haben, fehlerhaft ist. Wie kann das sein? Wie ist das erlaubt? Und wir müssen was dagegen tun. Es geht ja nicht. Dass wenn die dann irgendwie University of Google und suchen die Blogartikel und dann gingen die auf irgendwelche Seiten und wollten sich tatsächlich schlau machen und Peer-Review-Studien rauszufinden. Die finden Peer-Review-Studien, aber 13% von denen sind wirklich crap. Es ist nicht gut. Setzen Sie sich auch für mehr Forschung in der Wissenschaftskommunikation über Social Media ein, dies unsere Gesellschaft in eine Weise beeinflussen wird, die jenseits unserer meisten wildesten Vorstellungen liegen. Wir sind wirklich auf dem Weg dahin schon. Schau mal Trump und seine Tweets an. Hätte man nicht gedacht vor ein paar Jahren. Ich möchte mal aufhören hier mit ein paar von meinen Fanmails. So, why do you dress like a prostitute and spread bullshit? Ja. So. I write some, in my opinion, profoundly worse on a topic, where they disappear, screw you, attention whore. Dr. Anna, you're a moron, brainwashed by traditional medicine and information, pushed by and founded by Big Pharma, you're the fearmonger. Okay, thank you. Here's my favorite. This is beautiful. Okay. Also, dieser Satz hat alles drin. Ich bin eine Nazi. Ich bin eine paid, also bezahlte Schauspielerin und ich arbeite für Big Pharma, aber ich bin ein Lady. So, danke fürs Zuhören. So, danke.